Einen wunderschönen guten Morgen an diesem Mittwoch, 27. Oktober 2021. Ja, alle guten Dinge sind drei, in meinem Fall noch zwei. Ich habe vorhin vergessen, den Ton einzustellen. Also gibt es ein Video Nummer zwei und ich erzähle euch, was mir heute Morgen passiert ist. Passiert ist eigentlich der falsche Ausdruck. Kurz nach dem Aufwachen habe ich eine Botschaft von den Einhörnern empfangen. Diese Zeit nach dem Aufwachen und kurz vor dem Einschlafen, die nutze ich immer sehr gerne, um Botschaften downzuladen, sozusagen zu empfangen. Das ist dann die Phase in den Theta-Wellen, in der man sich befindet. Es gibt ja die Alpha-Wellen in der Entspannung, die Delta-Wellen während der Schlafphase. Und die Theta-Wellen ist dann so dieser Zwischenraum. Und das ist man ist nicht mehr wach, man schläft aber auch nicht, sondern ist in so einem tiefen Bewusstseinszustand. So könnte man das ausdrücken. Und in dieser Phase erreichen uns natürlich auch ganz oft die Antworten auf unsere Gebete. Und wir können sie bewusster wahrnehmen, als wenn sie uns im Schlaf erreichen, natürlich. Viele Menschen erinnern sich ja nicht mehr an ihre Träume. Aber wenn wir kurz nach dem Aufwachen uns noch einmal Zeit nehmen, bevor wir ganz klar werden und in der realen Welt ankommen und dann eine Meditation machen, das ist wunderbar, wirkt wirklich sehr tief. Und zu mir sind in dieser Zeit heute dann die Einhörner gekommen und sie haben in einem kurzen Satz uns die Botschaft für den heutigen Tag mitgeteilt. Bringt Freude und mehr Glitzer in euer Leben. Und dann haben sie mir gezeigt, wie sie spielen, wie sie herumtollen. Ja, wie sie über die Wiese gesprungen sind und ihre Freude rausgelassen haben. So, also ein ganz tolles Bild, so wunderbar. Und ich erinnere mich, wenn ich so draußen im Wald, in der Regel ist es, wenn ich meine Freundin im Schwarzwald besuche, da sind die Einhörner sehr gerne, wenn ich denen dort begegne, es ist irgendwie gar nicht beschreibbar mit Worten. So eine Wärme und Ruhe und Gelassenheit und Liebe und trotzdem eine innere Stärke und Weisheit, wie die Einhörner ausstrahlen, das ist ja phänomenal sozusagen. Und alles um sie herum ist in einer Farbfrequenz, das kennen wir hier einfach noch nicht auf der Erde. Ich bin aber überzeugt, dass diese Farben zurückkommen zu uns, dass wir das alles auch wahrnehmen können. Ja, schulen wir unsere inneren Augen und unsere Fähigkeiten, die wir eigentlich alle besitzen. Nicht eigentlich, sondern die wir alle besitzen. Wie kriegen wir denn jetzt, wie bringen wir denn jetzt unsere Freude und unseren Glitzer in das Leben? Ich würde sagen, das innere Kind wieder herausholen und einfach mal wieder Kind sein. Wir erinnern uns alle an unsere Kindheit, was hat uns Freude bereitet, worin hatten wir Spaß, was haben wir gerne gemacht. Und das einfach zwischendurch wieder leben. Vielleicht indem du Plätzchen backst, indem du einfach mal über den Spielplatz gehst oder in den Wald oder selber die Rutsche deiner Kinder benutzt. Irgendetwas wird dir mit Sicherheit einfallen, was dir Freude bereitet und was dir als Kind vor allem Freude bereitet hat. Denn das innere Kind in uns, das wird oft vernachlässigt, das vergessen wir leider ganz oft.
Aber auch das möchte ab und zu mal wieder gesehen werden. Ja, Glitzer in unser Leben bringen. Das können wir Frauen natürlich um einiges leichter, indem wir uns einen schönen Glitzerlidschatten auflegen oder eine funkelnde Kette anziehen. Aber ich glaube, es ist auch nicht nur das gemeint, das Äußerliche, sondern auch der Glitzer im Inneren. Dass wir von innen wieder strahlen und uns einfach freuen. Und durch Freude fangen wir bestimmt an zu glitzern und zu funkeln. In diesem Sinne, ich bin gespannt. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und freue mich auf deine Kommentare, wie du die Freude und den Glitzer zurückgeholt hast. Was hast du gemacht? Oder was möchtest du machen? Schreib mir einfach. Und wenn dir das Video gefallen hat, klicke den Daumen nach oben und abonniere den Kanal, falls du das noch nicht gemacht hast, damit du über alle neue Videos von mir rechtzeitig informiert wirst. Ich wünsche dir einen wunderschönen, gesegneten Tag im Lichte und der Liebe der Urquelle. Bis morgen, Barbara Masur. Tschüss.